Oh boy. Ah, okay, let's go. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario. Ich wollte schon Sunshine sagen. Ja. 64 online. Oh, wir haben es gerade gleichzeitig gesagt, Stern. Wir wollen heute mal gucken, wie viele Sterne wir innerhalb von 15 Minuten bekommen. Was für Sterne brauchen wir denn noch? Schau in die Übersicht. Ich speede direkt in den ersten Stock hoch und fange da direkt mal an, den Atlantis Aquaria zu sammeln. Da gibt es ein paar ziemlich schnelle. Okay. Ich versuche mal hier oben den 100 Münzenstern zu machen bei Bomb. Das ist zwar 100 Münzen, aber ich glaube, der ist hier noch ganz easy. Okay. So, wir gucken mal. Also unser Ziel ist es ja, legit 70 Sterne zu holen, ne? Richtig, das ist unser Ziel. Und dann wollen wir gucken, wie gut wir in der letzten Stage nochmal den Final Bowser zusammen besiegen. Ah, wer nee. Da nochmal schneller ist. Ich brauche hier Wingcap eigentlich. Ah, okay. Ja gut, aber ich brauche ja keinen Wingcap für die 100 Münzen. Nee. Okay, aber 100, sind 100 Münzen, ist das der schnellste Stern? Nicht gerade, aber die brauchen wir halt noch hier. Und das sind halt eigentlich easy Sterne, muss ich sagen. Also das die stimmt. Sind ja nicht gerade schwer hier in den ersten Level. So. Ich weiß ja nicht, ich muss die ganzen Gummas-Level erledigen, weil... Ja. Sonst wird das richtig bad. Was machst du denn jetzt mit dem Stern? Ich bin Atlantis Aquaria und sammel da die paar. Da gibt's halt den Aufzug und diese Unterwasserstadt. Und da kann man überall relativ schnell, kommt man das Zeug ran. Die Problematik bei der ganzen Sache ist jetzt, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 6 Parts, wo wir jetzt schon... Oh, damn. Ich habe eine Shell hier, geil. Komm, gib mir die Shell. Nice one. Und wir haben jetzt halt schon sehr viele Sterne eingesammelt. Das heißt, wir können nicht mehr die ganzen Easy-Sterne nutzen. Ja. Ich könnte nämlich easy 20 Sterne oder so holen. Kann ich eigentlich auch so wegkauen? Ich versuch's gar nicht. Okay, also ich hab gleich den ersten. Aber oh. Wirklich schnell sind wir nicht unterwegs. Nein, also sind wir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe 14 Münzen gerade mal gesammelt. Der Hass okay, ist ich auf hab jeden den ersten. Nicht real. Ich glaube hier hinten gibt's auch viele. Ja, hier gibt's diese ganzen Baumstämme hier. Oh yes, die sind gut. Da kriegst du, glaube ich, direkt 20 Münzen. Bisschen Bomben-Bombenbug, oder? Ja, genau. Bomben. Ja. Fick. Sehr gut. Gedünst. gut, du hast jetzt schon einen Stern geholt, das heißt, wir haben mit 43 ja. begonnen. Boah, Ziel wäre für mich jetzt schon 53 so ungefähr. Also, es wird 10 Sterne ja, holen. So. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir haben nicht bei 43 begonnen, wir haben bei 46 begonnen. Hä? Bei 46? Ja. Bei mir haben wir gerade 44 ja. Sterne. Echt? Ja. Bei mir haben wir 47. Oh, da läuft irgendwas falsch. Da läuft irgendwas ganz falsch, hä? ist ja egal. Okay. Komme ich denn überhaupt durch die 70 Star-Tür? Also, das ist eine gute Frage. Im Notfall holen wir dir noch ein paar mehr. Ich habe jetzt nämlich schon den nächsten. Ich bin on fire, mein Freund. Ich sehe es ja, jetzt haben wir 45 bei mir. Wir gehen mal nach meiner Rechnung hier ein paar. Also, 10 Sterne. Ja, okay, den habe ich ja schon geholt. Ja. Scheiße. Aber hau mal raus, wie war denn dein Tag heute? Wenn wir jetzt schon nicht zusammenspielen, dann können wir ja mal ein bisschen was quatschen. Mein Tag heute? Ja, Mann. Schatz, wie war mein Tag heute? Gut war der heute. ich hab was noch aufgenommen, da war ich noch in der Stadt, was essen. Und ja, sonst eigentlich nichts Besonderes was gemacht. Was gab's für Futter? Ein Burger. Oh geil, mit was drauf? Mit Beef. Oh, ich hasse dich, ne? ich hatte Mittag nämlich mit, gar nichts. Mit Top 5 perverse Momente in Nintendo-Spielen. Schau mal, wollen wir es direkt jetzt auf diese Ebene heben? Nein, danke. ich muss mal gucken, die Bomben soll ich aber auch mal mitnehmen. 51 Münzen habe ich jetzt schon, also bei mir geht es eigentlich ganz slow voran. ganz slow. Ah, ich habe die eine Münze nicht bekommen, scheiße. Ich glaube, ich werde den ganzen Party mit dem einen scheiß Stern verharren. Nein, also du musst jetzt rausreißen, ja? Ich reiß jetzt schon, ich bin schon on fire, mein Freund. Ach man, ich wollte mindestens 100 Münzsterne holen in dem Display, also ich weiß nicht, das war mir irgendwie wichtig. Mann, jetzt mach doch den AB, oh, der kann den AB-Trick nicht, oder was? Nein, als ob! Tod ist so eine Missgeburt, der kann die AB-Jumps nicht. als ob! Ja, manchen Charakteren wurden echt so Fähigkeiten genommen, die sie normalerweise haben. Fähigkeiten, das ist ein scheiß Witch. Ja, mein Gott, meine ich ja. Ist ja fast dasselbe. Boah, fick dich! Schon wieder! Ich hab's schon wieder verkackt. Das ist unglaublich. Ich krieg's einfach ohne den Glitch nicht hin. Ich bin einfach zu unfähig dafür. So, eine Münze. Junge, bin ich behindert? Naja, du antwortest jetzt nicht. soll ich darauf antworten? Nee. Bei 100 Likes antwortest du. Okay. Aber nur bei genau 100. Ja, sonst nicht. Sonst gibt's nur, keine Ahnung, keine Antworten. Junge,
Was ist das? Ich grab hier gerade, ohne Scheiß, ich bin ein richtiger Pfandflaschensammler hier. Jede Bombe wird umgedreht. Bis auf den letzten Meter. Ich habe hier 57 Münzen und ich struggle jetzt schon richtig. Hey, wo gibt's denn noch viele Münzen? Ah, oben, ne? Beim, Ja, warte mal. Es war gerade so ein richtig bitchiges. Aha. So, Schatz, geht's dir gut? Aha. Das ist nicht eher von, hier, das ist große Pause, diese Ashleys hier. Ja, genau, aber die ist so bockhässlich. Nein, irgendwie kriegt das scheiß Ding den jetzt weg, das gibt's doch nicht. Ach so. Okay, Alter, wie schnell ist die denn? Richtiger Highspeed hier. Alter, Schimmermünze. Alter, das gibt es nicht. Ja, aber du tust dich gerade auch schwer mit den Sternen, ne? Voll, Alter. Ich krieg einfach so eine scheiß Wandsprung-Kombo nicht hin, die ich jetzt doch einfach dringend brauche. Nein, das gibt's nicht! Verpiss dich! Jetzt. Oh mein Gott. Ah, ich hatte schon die Münze von dem als ob. Mann, ey. Kennst du den Fail, wenn man einfach mal irgendwie versucht, eine Pfandflasche nochmal reinzuwerfen? Den Fail hatte ich gerade mit meinem Bob-Omb hier. Apropos Pfandflaschen. Also mein Ausbilder hat mir heute was erzählt. Der hat gesagt, er war letztens einkaufen. Das gibt's doch nicht. Nein! Also doch, kann er gewesen sein, ich habe keine Ahnung. Und da ist er auch Pfandflaschen abgeben gegangen. Und da war einer, der hat um eine Pfandflasche einen Strick rumgemacht. Hat ihm einsaugen lassen und dann die Pfandflasche wieder rausgezogen. Alter. Und hat sich dann so einen 20-Euro-Pfandbau rausgezogen. Alter, voll gut, das ist wie bei Mr. Krabs in der einen Folge, wo er diesen scheiß Dollar nimmt und den immer wieder rein zu den Chess-Hot in den Kaffee oder so machen. Ja, das ist so geil. Stimmt, diese Glühbirnenautomaten, gell? Ja. Alter. So. Aber es stelle ich mir auch geil vor. Weißt du, gehst einfach so ganz in der Früh oder spät abends, kurz vor Ladenschluss hin. Jetzt kontrolliert ja keine Sau. Alter, wie gut das ist. Da sind die alle noch mit Aufräumen beschäftigt, die ganzen. Ja, genau. Du machst beep, beep, beep und gibst den ab. Darfst halt nicht zu viel rauslassen, so 10, 15 Euro, als ob du so einen großen so 100 Pong. Und dann siehst du einfach auf dem Bon die ganze Zeit immer noch die gleiche Flasche. Die gleiche Marke. Das ist doch irgendein scheiß Bier oder sowas. Jetzt bin ich gespannt. Also wenn ich jetzt hier jetzt den treffe, dann den Baum, dann... Was ist denn das? Tod ist so ein verdammtes Stück Scheiße, ich glaube es nicht. Als ob. Tod wurde richtig krass genervt, ich sehe es doch hier. Ja, aber er ist super fast. Echt? Das kommt mir gar nicht bevor. Irgendwie. Ja, seine Weitsprünge sind, glaube ich, schneller. Ach, seine Weitsprünge? Habe ich gar nicht ausprobiert. So, ich habe jetzt den fünften Stern geholt. Deswegen ging auch letztens der Glitch so schnell, weil die Weitsprünge so schnell sind bei dem. Mhm. Hattest du da auch Toad? Ich glaube, da hatte ich auch Toad, ja. Okay. Weil das würde... Nee, ich hatte Peach. Weil Peach ist auch echt... Aber ich muss sagen, Rosalina spielt sich echt gut. Die schwimmt zwar ein bisschen langsam, aber sonst spielt sie sich echt nicht schlecht. Ich habe immer noch Probleme mit dem einen Stern, das ist unglaublich. Das ist kein Problem. Münzen. Ich habe schon fünf. Halbe Miete. Aber wir haben jetzt gerade die Hälfte des Parts ungefähr, ja. So, komm her, du scheiß Bob-Omb. Geht das Ding nicht kaputt? Muss ich da drauf stampfen so? Tatsächlich. Hä? Es passiert nichts. Verarsche. Alter, aber Rosalina auf dem Koopa-Panzer sieht echt majestätisch aus. Oh, ich hab sie, die rote Münze. Fast so majestätisch wie ich beim Kacken. Also weißt du, wie viel Arbeitszeit man auf der Toilette schinden kann? Das ist unfassbar. Ja, Alina macht doch für dich immer die ganzen Fanarts, ne? Soll die mal so ein majestätisches Porträt machen, wie du gerade am Scheißen bist. Ich bin gerade ziemlich am Arsch. Ich glaube, ich werde gleich sogar noch sterben. Nicht dein Ernst. Doch. Wenn das so weitergeht, dann werde ich vielleicht sogar sterben. Oh mein Gott, das war knapp, oh Gott. Wenn ich jetzt nochmal falsch runterfalle, bin ich tot. Ich bin dead einfach. Oh boy, das ist so peinlich. Nein, es ist, deine Mutter sagt, der hat eben auch schon immer gesagt, du bist halt einfach ein spezielles Kind. Aber es ist normal. Jeder ist was Besonderes. Oh, ich habe einen anderen Stern hier gefunden. Damn. Jetzt ist die Frage aber,
Wenn ich jetzt da durchfliege, kriege ich dann immer die ganzen Münzen hier? Also ich kriege ja, ich durchfliege. Oh, ich habe 82 Münzen, willst du mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, wo ich die anderen Münzen herbekomme. So. Justin, bist du noch da? Ja, ich versuche. Oh Gott, da sind 3 Münzen drin. Perfekt. Ich habe aber echt gerade Struggle, weil mir fehlen jetzt noch 15 Münzen. Keine Ahnung, wo ich die herbekommen soll. Im Bombs Bombenberg. Ja, im Bombs. Aus der Luft? Bombenberg. Ja, aus der Luft. Oh Gott, als ob ich da jetzt noch alle Münzen holen muss. 15 Stück. Komm schon, ich glaube an dich. Ich sehe mich dann jetzt 7-mal rauf und runter holen. Um Scheiße. Ja, runterholen sehe ich dich auch öfter. Mein Freund. Meine Freundin. Alter, oh, damn. Oh, da blaue Münze. Blaue Münze, geil. Okay, ich brauche nur 10. Ich brauche nur 10. Nur noch 10 brauche ich. Ja, ich muss sagen, also, es ist relativ gut, dass du dir für die Challenge, wie viele Sterne schaffen wir in 15 Minuten, die 100-Münz-Challenge raussuchst. Ja. Weil die ist relativ zeiteffektiv. Ich weiß, deswegen habe ich auch gedacht, ich mache das einfach mal, weil. Weil das ist eigentlich sinnvoll, oder? Oder was sagst du? Ja, finde ich auch. Weil die, die gehen halt einfach viel schneller rum als die anderen. Oder ja, klar. Du nicht? Nein, auf jeden Fall. Also ich habe das ja auch total befürwortet, als du das gesagt hast. Ja, ja, du hast halt echt nicht nein gesagt. Nee. Das habe ich halt selber gewundert. Ja, aber mein Gott, weil die Leute denken halt, ja, 100 Münzen, da sucht man relativ lange. Aber wenn man sich's eigentlich überlegt, dann geht man quasi ins Level rein und hat schon den Stern. Also. Ich meine, während ich jetzt gleich den 8. Stern mache, hast du halt auch schon einen. Ja, scheiß drauf. Ich habe irgendwie Mühe gegeben, ja? Ich brauche auch nur noch 6 Münzen. Das sieht gerade echt realistisch aus für mich, ja? Oh boy. Nichts ah boy, das heißt schon wieder hier Sternjäger boy. Oh Junge. Oh Junge. Alter, wo ist denn Toad jetzt Buck hier nicht im Stein rum? Es ist 12 Uhr, ich kaufe mir Supreme. Supreme. Apropos Supreme, da warst du auch relativ erfolgreich im Einkauf, gell? Fast so erfolgreich wie bei der Sternjagd. Ja, kam heute sogar an. Oh, endlich mal wieder einen Stern geholt. Okay, ja, das kenne ich, wenn man so nach langer Zeit mal wieder keinen Stern irgendwann geholt. Irgendwann hat man einfach so viele Sterne gesammelt. Oh, 98 habe ich jetzt. 98 Münzen, ich glaube. Warte, kann ich nicht nochmal... Oh, warte, da oben. Da ist doch ein Opfer, oder? Kann ich das Ding nehmen? Ey, das Kackteil! Geh sterben, Mann! Mann, geh doch. Kann ich nicht gegen die Wand hauen oder so? Wo fliegst du denn hin, Mann? Du kannst ja den Part umbenennen in wie viel Sterne schafft Hübi in 15 Minuten. Ja, das sind 2 Münzen! Oh mein Gott, ich hab's geschafft! Du bist so gut! Mein erster Stern innerhalb von 13 Minuten! Oh, Junge! Darauf erstmal einen Schluck Wasser. Oh, gönn dir! Noch ein Stern, weißt du, ich hab so viel beigetragen zu unserer Mission. Ja, klar. Ich lasse mir jetzt auch noch ein bisschen Zeit hier. Exit-Kurs, perfekt. Also, ich habe jetzt noch eine Minute Zeit, ne? Also. Ja, einen Stern schaffst du noch, Bruder. Was kann ich denn jetzt noch machen? Oh, oh, oh. Ich weiß es. Ich weiß, was ich ständig mache. Aber dafür hole ich mir jetzt Mario ganz schnell. Der wird jetzt gegönnt, der Stern. Weißt du, ich mit dem Glitchstern mit der Wand. Oh boy. Aber ich kann. Ach doch, da ist es. Endlich mal wieder einen Stern geholt. Ich meine, wenn man am Ende auf den Vergleich guckt, hast du 5 und ich hab 5. Also wir haben 10 geschafft. Tatsächlich, ja. So, ich hab Mario schnell gecatcht. Ich habe jetzt noch 31 Sekunden Zeit. Oh, schaffe ich das? Oh boy. Ja, wir können ja auch. Wir haben ja mit Sicherheit ein bisschen später angefangen, den Timer zu setzen. Deswegen hast du bestimmt noch ein bisschen mehr Zeit. Okay, gut. Vielleicht mache ich auch noch eben kurz die 100 Münzen. Mal eben. Das dauert ja nicht so lange. So, Leute, hier lernt ihr noch was vom Profi.
Oh, jetzt, Leute, haltet euch jetzt richtig an euren Stühlen fest. Es pustet euch gleich vorwärts raus. Mann, ich hab's verkackt. Wo ist eigentlich die Kanone? Die ist doch hier, hier direkt, oder? Komm, nehm ich den halt normal. Mann. Weißt du, manche Dinge muss man halt mal auf den einfachen Weg machen. Ja, klar. Ja, und ich glaube, ich schaffe es sogar über 10 Sterne jetzt. Ich weiß halt nicht, wann genau der Timer endet. Aber wir haben ja am Anfang ein bisschen rumgemacht mit unseren beiden Charakteren. Da ist eigentlich eine Menge Zeit auch flöten. Mann, Alter, du scheiß Mario-Klempner, warum drehst du die verfickte Wand denn nicht? Die ist direkt vor dir. Scheiß Mongo. Also jetzt keine Beleidigung oder sowas jetzt an der Stelle mal. Ich glaube, das ist jemand, die ich treffen muss. Ich glaube, jeder weiß, wie du es meinst. Ist Political Correctness auf deinem Kanal so groß geschrieben? Werbefreundlichkeit auch, ja. Aber jetzt mal ganz kurz noch am Ende zu dem Thema. Mich hat schon ab und zu erwischt, aber ich muss sagen, jede Überprüfung, die ich eingereicht habe, wurde mir dann auch bestätigt. Ja, also, bei mir auch. Also ich habe echt, so, ich weiß, ich verstehe den Hype darum nicht so. Ich habe damit echt keine Probleme. Ja, vor allem wird es halt trotzdem noch monetarisiert. Du stehst zwar nur da, aber du kriegst trotzdem noch Werbung drauf. Ja, ich weiß. Also ich glaube, da machen die Leute erstmal wieder einen fetteren Hype drum, als es gibt. So, ich habe jetzt noch einen Stern geholt. Ich nicht. Scheiße. Ja, okay. Also ich bin gerade dabei, ich muss jetzt erstmal zielen lernen, das ist das Problem. Das Ding ist halt, weil ich treffe halt gerade nicht. Ich bin halt echt im Zielen eine Null. Mann! Nein! Nein! Wie in vielen anderen Bereichen des Lebens auch. Ja, wir vergessen das Thema mit dem Stern jetzt erstmal. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Hübi. Haut rein, ciao!